Bin ich Simex? Leider, ich hab euch versprochen, ich werde mir heute noch ein Simex-Video reinziehen. Selbstverständlich. Hauen wir uns jetzt hier noch Simex rein. Heute gibt es eine richtig kranke Real-Life-Story. Lasst es in den Kommentaren mit den Lufthansa-Jokes. Ich weiß, auf meiner Stirn kann nicht nur ein Flugzeug landen, sondern 20. Was denkt ihr, wieso ich immer so lange Locken hatte und vor meine Stirn? Können wir mal bitte kurz besprechen, wie groß meine Stirn ist? Das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, dass die meisten von euch gar nicht aufgefallen. Danke für den kranken Support in den letzten Tagen, Freunde. Danke, dass die Videos immer so viele Likes bekommen und so viele positive Kommentare. Falls du gerade neu auf dem Kanal bist. Also ich würde ihm halt empfehlen, wenn der schon Nagellack drauf macht, dann macht den Nagellack doch komplett drauf und nicht so halb. Es prickelt ja alles ab. Aber wichtig ist, dass ihr hasselt. Lasst gerne ein Abo da. Ich wohne jetzt seit knapp über einer Woche in Berlin und hier ist schon so viel passiert. Unter anderem habe ich einfach Bones getroffen. Aber das ist eine andere Story. Falls ihr dazu auch eine Real-Life-Story hören wollt, dann lasst ein Like da. Ich würde sagen, die erzähle ich einfach bei 5000 Likes. Ich habe auch noch voll viele kranke Real-Life-Stories, die in Barcelona passiert sind, als ich da das letzte halbe Jahr gelebt habe. Aber die heutige Real-Life-Story soll über Berlin handeln. Die ist vor ein paar Tagen passiert. Die ist so aktuell, dass ich mir dachte, okay, ich muss dazu ein Video machen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich muss jetzt erst nochmal gucken. Das ist das Video, Nudes von mir wurden geleakt. Also das Video heißt, Nudes von mir wurden geleakt. Überlegt euch das mal. Seit paar Tagen mit Jim extrem durch. Eigentlich seitdem ich hier in Berlin bin. Das ist voll nervig. Man braucht immer einen Negativtest. Oder man muss halt geimpft sein. Aber ich will mich irgendwie nicht impfen, weil ich voll Angst habe vor den Nebenwirkungen und so. Ich schaue mir das alles erstmal an. Schreibt mal eure Meinung zum Impfen in die Kommentare und ob ihr überhaupt geimpft seid. Das interessiert mich auch wirklich sehr. Ja, da muss ich mich halt jeden Tag testen lassen, bevor ich ins Gym gehe. Aber das finde ich nicht mal so schlimm. Das Ganze hat sich halt im Fitnessstudio abgespielt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war ganz normal auf meinem Laufband. Und ich merke das halt so, wenn mich welche erkennen. Und es ist meistens gar nicht schlimm. Die meisten fragen dann einfach nach einem Bild. Oder es gibt auch dann die Sorte Mensch, die dich die ganze Zeit anschauen, die aber nicht denken, dass du das merkst und sich quasi nicht trauen, dich anzusprechen. So, aber das waren auf jeden Fall zwei Boys, die mich die ganze Zeit angeschaut haben, während ich trainiert habe und dachten, ich bemerke das nicht. Alles schön und gut gewesen. Und zufälligerweise waren die immer in einem Radius von 5 Metern, wenn ich quasi meine Übungen gemacht habe. Und wenn du etwas länger YouTube machst und dahingehend schon so ein paar Erfahrungen gemacht hast, dann merkst du das und dann bist du auch bei sowas manchmal paranoid. Aber da war ich mir zu 100% sicher, okay, die beiden Jungs kennen mich. Und also ich muss euch sagen, man merkt es wirklich teilweise, wenn Leute einen so anschauen und du irgendwie dein Körper kriegt das gefühlt mit. Als wir in Köln waren, waren wir auch beim Dom und da sind halt so 4 Jugendliche an mir vorbeigegangen, 20 Meter weitergegangen. Also ich habe mit Nico gerade in dem Moment geredet, ne, mit Hashtag, habe ich geredet. So, und die sind vorbeigegangen, da haben die sich nach 10 bis 20 Meter sind die weggegangen und haben dann zu viert zu uns geguckt. So, Nico hat die ganze Zeit gesagt, Alter, die gucken zu dir, die gucken zu dir. Und ich hatte so übel komisches Gefühl, weil ich ja nicht wusste, wer die überhaupt sind und so. Ne? Also auch übel komisch. Also man merkt das halt schon irgendwie, aber keine Ahnung, ich kann euch das Gefühl nicht beschreiben, das ist irgendwas anderes. Ganz, ganz merkwürdig. Und ich dachte mir so, es ist nicht schlimm. So, ich bin das gewohnt, wenn man angeschaut wird. Ich finde das nicht mal so schlimm, um ehrlich zu sein, weil ich habe mir das ja selber ausgesucht. Jetzt kommt der Punkt, wo es halt richtig krass wird. Nachdem ich mit dem Trainieren fertig war, bin ich in die Umkleidekabine gegangen und die Jungs halt auch. Es ist ja alles schön und gut, wenn man gefühlt verfolgt wird und die sich nicht trauen, einen anzusprechen. Das finde ich ja nicht mal so schlimm. Okay, Katze, lauf einfach durchs Bild. Aber dann hat es schon angefangen. So, die haben ihren Spind nicht weit weg von meinem gehabt und sind halt genau dann in die Kabine gegangen, wann ich in die Kabine gegangen bin. Und ich kann halt einfach nicht aus dem Fitnessstudio gehen, ohne zu duschen. Und ich habe halt auch nicht... Aber ja, ne, es ist wirklich so, sagen alle duschen und nicht duschen, ne, das stimmt schon. Ey, ich habe mir das mittlerweile auch angewöhnt, duschen zu sagen. Jetzt, als nächstes, was ich mir angewöhnen muss, ist husten. Ja, man hustet nicht, man hustet. Das muss ich mir auch noch angewöhnen. Ja? Also irgendwann rede ich dann hier komplett Hochdeutsch. Ja. Nichts zu verstecken. Brausen. Gehe halt dann auch ohne Unterhose duschen. Früher immer im Fußballverein. Hey, Kiesberg, was ist los bei dir? Unterhose geduscht. So, das waren ganz wilde Zeiten, aber jetzt, mich juckt es halt nicht mehr. Und diese Typen dachten sich kurzerhand, sie hatten nicht mal ein Handtuch dabei. So, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sie auch in die Dusche gehen. Aber natürlich mit Unterhose. Ist ja alles schön und gut. So, ich will ja auch nicht andere Sips sehen. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Aber man hat halt richtig gemerkt, die gehen nur duschen, weil ich duschen gehe. Und ich dachte mir so,
Jungs, das ist weird, hört mal auf damit, so. Aber ich habe immer noch nichts gesagt, weil ich mir so dachte, egal, lass es einfach, weil es wird einfach nur noch todescringe, wenn du das jetzt ansprichst, so. Ich habe ganz normal geduscht, alles schön und gut, mich todesbeobachtet gefühlt. Ich dachte mir so, wollt ihr unbedingt jetzt meinen Zip sehen, so, was ist los mit euch Jungs? So, die haben auch geduscht. Konnten sich dann nicht mal richtig abtrocknen, haben sich mit ihren Sachen, die sie beim Sport benutzt haben, irgendwie abgetrocknet, was ich auch richtig weird fand. Ich schätze die mal zwischen 16 und 18 ein, also die waren auf jeden Fall etwas jünger, weil von plus 20... Ich stelle mir das gerade eben so vor. So, überlegt euch das mal, pass auf so, die duschen. Hier eine, hier eine, hier eine. C-Max steht hier. Nee, C-Max steht in der Mitte. Die zwei gehen neben ihnen. Und auf einmal kommt so die Hand, die Hand so zu C-Max Genital von dem einen. Und der so, und er sagt einfach nichts dazu, weil er sich einfach denkt, wer ist das denn? Was ist denn hier los? Ich meine, anstatt er einfach was sagt und weil er sich da belästigt fühlt oder beobachtet fühlt, lässt er es einfach über sich ergehen. Alright, Bro. Scheiße. Erstmal kurz Kopfkino gegönnt. Nice. 20-Jährigen hätte ich das auch nicht erwartet. Ja, gönnt sich, genau. Als ich aus der Dusche draußen war, hat halt der wesentliche Teil der Story, wo es dann für mich endgültig zu viel wurde, angefangen. Und zwar, ich muss immer ein bisschen so drauf achten. Oh nee, vielen Dank, Mann. Wirklich cool. Hier ist voll offen. Das ist auch eines der letzten Videos, die ich hier jetzt in der Wohnung drehe. Ab Montag habe ich, by the way, meine normale Wohnung. Aber hier ist so voll offen. Ja, by the way, für die Leute, die es nicht wissen, alle 5 Tage eine neue Wohnung. Ja, also ist immer was Neues bei ihm am Start. Finde ich auch gut. Und durch das Fenster kann man voll leicht hören und es gehen die ganze Zeit Nachbarn vorbei. Und das ist mir ein bisschen unangenehm, hier Videos zu drehen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich manchmal nach rechts schaue. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, die sind dann quasi auch raus. Und jetzt kommt der Punkt, wo es für mich zu viel wurde. Die haben dann einfach versucht, heimlich von mir Bilder zu machen. Die haben wirklich versucht, Bilder von meinem Zip oder Sonstiges zu machen. Wieso macht man sowas? Stellt euch mal vor, ihr geht trainieren. Und das ist doch fast schon, das kann man doch eigentlich unter Belästigung schon einkategorisieren. Stellt euch mal vor, ihr geht trainieren und dann einfach wie so Pedos in der Kabine werden von euch Bilder gemacht. Konnichiwa, nanika Bayern no tokusan no mono chumon shitai desu ga. Was? Nanika Bayern no tokusan no mono chumon shitai desu ga. Er sagt, er hätte gern 3 frische Paulaner Weißbier. Wieso jetzt 3? So gut ist mein Japanisch jetzt auch wieder nicht. Papai! So ist es. Gut, besser Paulaner. Ich sage euch, es waren Geschichten aus dem Paulanergarten, ich bin euch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich dem das jetzt hier gerade glauben kann, dass er das sagt. Oder ob die Geschichte doch eventuell frei erfunden ist. Keine Ahnung, Mann. Während ihr euch umzieht. Ich sag, das ist eine frei erfundene Geschichte. Das ist krank. Das ist absolut krank. Ich bin dann richtig durchgedreht, weißt du, weil die haben so auf unauffällig so von unten bildermäßig gemacht und gedacht, dass ich das nicht checke. Ich bin todesausgerastet. So, ich habe meine Unterhose schnell angezogen und gesagt, ist es dein Ernst? So, zeig mir dein Handy, was machst du Bilder von mir und so. Ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, dass ihr mich wie so kleine Fanboys verfolgt und so. Die anderen Leute im Gym waren komplett verwirrt, die haben gar nicht gecheckt, was abgeht so. Ich bin richtig sauer geworden. Also sollte es wirklich stimmen, ne? Ich meine, er hat eine riesige Reichweite letztendlich, viele kennen ihn. Es kann schon sein, dass das passiert, kann aber natürlich auch jetzt gerade zufälligerweise, um halt jetzt ein gutes Thema zu haben, was gut Clickbait macht, auch eine erfundene Geschichte sein. Bei dem passieren gerade eben extrem viele Sachen, wo er ganz gut Clickbait machen kann. Ich bin normalerweise bei sowas immer richtig ruhig. Oder wenn so eine große Gruppe von Jungs kommt, die sich vor ihren Freunden krass fühlen, sage ich auch immer, ja, okay, Bruder, reicht, du bist lustig und so. Ich weiß, du musst dich vor deinen Freunden aufspielen, aber muss jetzt nicht sein, so, weißt du? Aber es gibt auch voll viele Gruppen, die so einfach kommen, ihre Bilder machen und gut ist. Aber so, das waren halt wirklich so 2 richtige Knechte. Also, wer macht von einem
Bilder im Gym. Würde dort Cristiano Ronaldo kommen, ich würde doch niemals auf die Idee kommen oder keine Ahnung, würde irgendein anderer YouTuber dort sein oder wen feiere ich jetzt zum Beispiel Todes oder wer ist noch so bekannt? Keine Ahnung, würde ich... Ich bezweifle mal, dass sie den Todes gefeiert haben und deswegen ein Schwanzbild von ihm haben wollten. Ich denke ja, die haben den Nicht-Todes gefeiert und deshalb etwas machen wollen, vielleicht um ihn unter Druck zu setzen. Jetzt UFO im Gym treffen oder Travis Scott, ich würde doch niemals auf die Idee kommen, sei es jetzt dahingestellt, ob die mich gefeiert haben oder nicht, aber so, es geht um den Punkt, dass die einfach Bilder von meinem Zip machen wollten. Ich glaube, die haben mich kurz mit Younes Amiri verwechselt, keine Ahnung. Aber ich bin dann auf jeden Fall richtig durchgedreht, zu denen gegangen und habe halt gesagt, was soll das? So, zeig mir dein Handy. Er wollte zuerst nicht zeigen, die waren auch richtig frech. Er so, nein, ich zeig mein Handy nicht und so, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und so, wir haben gar keine Bilder gemacht. Und dann habe ich halt so gesagt, denkt ihr, ich bin dumm? So, ich rufe jetzt direkt die Polizei oder ich gehe zum FitX-Mitarbeiter und dann bekommt die hier ganz schnell Hausverbot. Und dann habe ich versucht, die noch zur Vernunft sprechen und meinte so, das wäre echt heftig, ja. Ja, zeig mir jetzt einfach dein Handy. Ich bin auch richtig sauer geworden und so richtig halt auch aus mir gekommen. Normalerweise, ich bin richtig ruhig und habe dann halt so gefühlt fast sein Handy aus der Hand gerissen und habe halt so gesagt, ja, zeig mir jetzt die Bilder. Dann hat er so ein bisschen Angst bekommen, sein Handy geöffnet und dann auf jeden Fall einfach Bilder von mir, wo man jetzt nicht viel sieht, weil ich halt immer das Handtuch davor hatte, aber trotzdem, das geht nicht. Und ich dachte mir so, ich bin im falschen Film oder so. Einfach Bilder von mir, während ich mich umziehe, so, bin ich eine Chaya, so, ich will doch nicht wie meine Ex-Freundin OnlyFans machen oder dass irgendwelche Bilder, wo ich fast gar nichts anhab, von mir geliebt. Yo, imagine, die haben sich so gedacht, yo, wir erstellen einen C-Max-Kanal und bewerben jetzt C-Max-OnlyFans-Kanal, da haben wir schon mal ein gutes Bild. Die sind voll schlau, die wollten damit krass viel Geld verdienen, vielleicht deswegen, und wollten das auf OnlyFans hochladen. Liegt werden. Also habe ich dann die ganzen Bilder gelöscht. Karim Yundi, ich wünsche dir was von denen. 10.000 Kuh auf jeden Fall. Aber da habe ich nichts mitbekommen. Aber ich habe es wirklich nur von dem einen gesehen. Weil man hat immer nur so im Augenwinkel hingeschaut. Wisst ihr, wie ich meine? Man achtet ja nicht die ganze Zeit drauf. Aber ja, das war auf jeden Fall eine richtig kranke Real-Life-Story, die ich jetzt hier in Berlin erlebt habe. Aber ansonsten eigentlich nur positive so Erlebnisse. Bis auf den... Ja, eigentlich nur positive. Ja, heftige Story, Bro, heftig, wirklich extrem krass, selten so was Heftiges erlebt, und da muss ich auch einfach sagen, also das geht gar nicht, was da teilweise ziemlich passiert, da muss ich wirklich sagen, es ist heftig. Servus, Bro.